praktisches Tool für den Alltag, was du anwenden kannst, damit du in Aktion treten kannst oder damit du in Aktion kommst, ist... Hallo, liebe Community. Ich habe ja letztens zum Thema Mindset und Momentum gesprochen, wo es darum geht, um den ersten Punkt Aktion, wie wir in Aktion treten können oder dass es wichtig ist, in Aktivität zu treten, auch in Aktivität, die unbequem ist, um einfach das Rad zum Drehen zu bringen. In dem Zusammenhang ein praktisches Tool für den Alltag, was du anwenden kannst, damit du in Aktion treten kannst oder damit du in Aktion kommst, ist das Not-To-Do-List-Tool. Also eine Nicht-To-Do-Liste im Endeffekt. Ich könnte mal sagen, okay, ich schreibe mal auf die Dinge jetzt, die ich nicht machen will, aber kann bestimmt funktionieren, aber das kann man noch ein bisschen enger fassen. Und zwar mit dem ersten Punkt, dass du dich darauf konzentrierst, was dir wichtig ist. Also willst du mehr Einkommen haben? Willst du mehr Zeit im Alltag, mehr Freizeit? Möchtest du ein besserer Mensch werden, eine bessere Version sozusagen von dir selber? Oder was ist dein Hintergrund? Warum möchtest du das tun? Dass du dich darauf ausrichtest und darauf konzentrierst. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du schreibst dir auf, nimm dir auf jeden Fall schon mal einen Stift und einen Zettel, schreibst du dir das jetzt erstmal auf, halt das Video kurz an, und zwar jetzt, und du schreibst auf eben, was dein Fokus ist, was das Thema ist. Wenn du das jetzt aufgeschrieben hast, dann kommen noch zwei andere Sachen dazu, und zwar das nächste ist, was sind denn die drei wichtigsten Dinge, die bei dir in den letzten 12 Monaten die Nadel bewegt haben, zu dem Thema besseres Selbstwertgefühl entwickeln, Gewicht verlieren, mehr Einkommen generieren, mehr Freizeit haben oder sowas. Dann schreibst du da zu diesem Thema die drei wichtigsten Themen auf, wo du das Gefühl hast, die dich vorangebracht haben. Also man sagt, was die Nadel nach vorne getrieben hat, wenn du jetzt zum Beispiel das Thema hast, du möchtest abnehmen. In den letzten 12 Monaten, was hat dir dabei geholfen? Ah, meinetwegen, ja, regelmäßig Sport machen. Oder meine Ernährung anpassen, umstellen. Oder sowas als Beispiel. Ja, wenn dir mehr als drei Dinge einfallen, die jetzt wirklich die Nadel bei dir bewegt haben, dann ist das natürlich super. Dann schreibst du einfach mehr als drei Dinge auf. Schreib das bitte jetzt auf. Wenn du das jetzt gemacht hast, dann kommt noch eine dritte Frage und die letzte dazu, zu diesem Not-To-Do-List-Tool. Jetzt schreibst du wieder drei Dinge auf, genau das Gegenteil. Was sind die drei Dinge, die dich hindern, dein Ziel im Endeffekt zu erreichen oder deinen Fokus zu halten? Bleib mal bei dem Thema Abnehmen, Gewicht verlieren, auch wieder in den letzten 12 Monaten. Was sind die drei Themen, die dich davon abgehalten haben oder immer wieder zurückgeworfen haben? Jeden Abend ein Bierchen trinken. Also ich trinke gerne mal abends ein Bierchen oder ein Weinchen oder so. Ne? Ich merke das dann auch direkt wieder, jetzt mit 42 Jahren, der Schwimmring, das ist direkt wieder bemerkbar. Ich merke das direkt, sowas zum Beispiel. Oder meinetwegen da nicht regelmäßig Sport gemacht oder nicht geschafft, die Ernährung Umstellung zu halten oder was auch immer. Können auch andere Sachen sein, die dich da zurückgeworfen haben. Alles, was so unter dem Thema Toxitivität oder ja, giftig, Geistesgift, was du darunter verbuchen würdest. Schreib das bitte jetzt auf. Du kannst auch mehr Dinge aufschreiben, die dir einfallen, die dich zurückgeworfen haben. Und dann hast du jetzt auf jeden Fall schon mal ein super Tool an der Hand. Das kannst du regelmäßig machen.
jede Woche meinetwegen kannst du dir, dich konzentrieren auf ein Thema, oder du hast vielleicht jetzt für das Jahr gesehen dieses Top-Thema und kannst immer wieder quasi so auch einen Schritt zurück machen, eine Retrospektive einlegen, was war nicht so gut und was war gut oder was hat eben funktioniert, was möchtest du aufhören. Und so kannst du auch jede Woche im Endeffekt so eine To-Do-List machen. Dadurch kriegst du zum einen nicht nur die Negativität auf das Thema, was Sachen, die dir missliegen oder misslingen, sondern auch du schaust dir an, was hat funktioniert. Du sagst, hey, wow, cool, ey, das hat super funktioniert, toll. Ich habe jetzt in 3 Wochen habe ich auf einmal 2 Kilo abgenommen oder was auch immer. Ja? Also du kriegst auch positives Feedback von dir selber, von deinen Aktionen, und das ist natürlich total wichtig. Es geht nicht nur darum, wirklich Dinge zu eliminieren, es geht auch wirklich darum, wie auch schon gesagt, immer auf die Stärken zu gehen. Ne? So, um in Aktion zu treten, musst du auf deine Stärken gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und mit diesem Not-To-Do-List-Tool kannst du das auf jeden Fall sehr, sehr gut machen. Ich hoffe, der Tipp hilft dir und du kannst ihn anwenden. Bitte poste unten rein Feedback. Wir gehen in Interaktion. Vielleicht kannst du sagen, ach, mir hat ein anderes Tool auch besser geholfen. Ich freue mich auf dein Feedback. In dem Sinne, Peace.